Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich sehr, dass auch einige Leute da sind jetzt, um meine Bilder anzuschauen. Auch danke, dass ich die Bilder ausstellen darf an die Sarah. Ja, was möchte ich zu meiner Kunst sagen? Eigentlich gar nicht viel. Ich finde, die Kunst oder meine Kunst, die muss für sich sprechen. Das heißt nicht, dass ich jetzt so begeistert oder so überzeugt bin von der Kunst, dass sie so toll ist, sondern dass einfach der Kunstart bei mir jetzt keine Botschaft dahinter steckt. Es ist keine Message, die ich jetzt weitergeben möchte. Es ist, was es ist. Es sind farbige Porträts. Das große Ziel von mir ist eher, den Betrachter ein bisschen zu begeistern mit den Porträts. Und am besten, ja, dass der Betrachter Spaß und Freude hat beim Betrachten. Bei der Darstellung ist mir auch gar nicht so wichtig, das Porträt so richtig genau mit den Proportionen zu schaffen, sondern vielmehr ist für mich die Dynamik, das Kraftvolle, wo hier zum Ausdruck kommen muss oder darf. Was kann ich noch sagen? Und beim Malen ist der Fokus bei mir immer aufs Positive. Also es gibt genug Leid auf der Welt, genug Kriege und sowas, da möchte ich gar nichts zu tun haben. Es ist schön, dass es Kunst gibt, wo auch aufmerksam macht auf so Dinge, aber da bin ich nicht der Typ dazu, das habe ich früh gemerkt. Ich möchte einfach ein bisschen Freude in die Welt bringen, das ist so meine Intention davon. Ja, zum Aufbau der Porträts, die Schwierigkeit liegt bei mir eher darin, das Motiv in Einzelteile zu zerlegen, um später in der Summe wieder ein Ganzes zu ergeben. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt erklärt. Das heißt, ich fange mit einem Schwarz-Weiß-Foto an und fange eher ganz abstrakt an mit dem Bild. Aber später soll es halt doch wirklich ein Porträt werden und man soll es halt auch noch erkennen, wer es ist, so im besten Fall. Ja, warum Porträts eigentlich? Ich bin einfach begeistert von Porträts. Ich habe auch schon andere Dinge gemalt, aber irgendwie finde ich mich in Porträts eigentlich wieder. Das ist so ein Gesicht, hat wirklich tausend Emotionen, tausend Dinge, wo so ein Ausdruck einfach rüberbringt. Das finde ich, kann keine Landschaft machen, das kann nur ein menschliches Gesicht eigentlich darstellen. Genau, da habe ich jetzt eine kleine Serie angefangen mit es sind noch mehrere Bilder, ich habe jetzt drei ausgestellt. Alte Männer in Farbe, Old Men in Colors. Soll auch so ein bisschen die Vielfalt darstellen der Menschen, der Kulturen. Kommt jetzt nicht ganz so gut zum Ausdruck, weil es nur drei Stück sind, aber vielleicht darf ich mal mehrere hier ausstellen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel sagen. Ja.